Initiative Stillewood in München, Teil 2, Betreuungsskandal. Betreuungsskandal ist noch milde ausgedrückt, aber solche Skandale gibt es ja leider tagtäglich. Und zwar habe ich wirklich jetzt mal eine Frage an die Betreuungsstelle vom Landratsamt München. Wie es denn sein kann, dass man eine Angestellte in eine Wohnung sozusagen schickt von einer Betroffenen, wo eine Angehörige ist, wo man eine Befragung macht, wo auch in der Befragung sich dann herausstellt, dass da schon Veruntreuung auf dem Konto der Betroffenen getätigt worden sind, ja, und auch von den Antragstellern vor Gericht auch mehrere Angaben gegeben worden sind, dass sozusagen die Betroffene sich sehr im Fokus dieser Person, der Angehörigen befindet und abisoliert worden ist von den Antragstellern und auch also eine demente Erscheinung hat für die Antragsteller, dass man da nicht abprüft. Ich meine, die Frau ist 86 Jahre alt, ist also Diabetikerin und hat auch leichten Bluthochdruck, dass man da dann nicht abklärt, wie die ärztliche Versorgung ist und dass man das irgendwie nahelegt und dass man da dann einen Betreuer sozusagen vorschlägt dem Gericht, was aber im Gesundheitsbereichen überhaupt nicht abdecken kann, weil der nur die Vermögenssorge machen konnte, was er wohlweislich dieser Antragstelle schon vorher gesagt hatte, wie auch dem Gericht, und dann trotzdem dieser Betreuer vorgeschlagen wird und dann trotzdem dieser Betreuer von dem Gericht bestellt wird in einem Beschluss. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann sowas passieren? Durch Schlamperei. Ich weiß es nicht, was es war. Fakt war, dass die Betroffene sozusagen keinerlei Gesundheitsversorgung hatte und ins Krankenhaus dann eingeliefert worden ist am 23.09. Und keiner von der Betreuungsstelle, ja, die ja auch die Antragsteller kannten, ja, hat es für notwendig gehalten, ihnen mitzuteilen, dass die Mutter irgendwie unter Lebensgefahr im Krankenhaus sich befindet. Auch das Gericht nicht, niemand, auch nicht die Schwester sozusagen, die Mitangehörige. Man hat es praktisch vor den Antragstellern wirklich komplett geheim gehalten. Es ist dann erst zufällig rausgekommen, nachdem sie den Beschluss vom 29.09. am 6.10. erhalten haben, durch eine neue Betreuerin, weil es den alten ja eigentlich gar nicht, der das gar nicht erfüllen konnte, dass ein Betreuerwechsel jetzt da ist. Und das ist ja schon auch wirklich ein ganz schöner Hammer. Zumal ja auch dann auch der Verdacht steht, dass wenn nämlich die Antragsteller das erfahren hätten, dass zu der Zeit der Einlieferung kein Betreuer war, ja, tätig war, dass sie dann natürlich wahrscheinlich ziemliche Schwierigkeiten gekriegt haben. Und das auf Kosten der Schutzbefohlenen, das auf Kosten der Angehörigen, das kann es doch nicht sein. Zumal diese Angehörige ja dreimal reanimiert wurde an dem Samstag, den 23., fast von der Schippe geflogen ist, komplett dehydriert war, also was ja die Betreuerin jetzt, die neue, vor Gericht also versucht zu verneinen, was ich ja auch schon richtig ein Hammer finde, weil natürlich ist ein Strafverfahren eingeleitet worden, auch auf Anraten des eingeschalteten Anwaltes der Angehörigen. Und das weiß auch die Betreuungsstelle und das weiß auch das Gericht und das weiß auch die Betreuerin. Und jetzt versucht sie in einem Bericht irgendwie strafvereitelnd einzuwirken, indem dass sie die sozusagen Angehörige als ganz toll darstellt. Und das ist ja schon, würde ich mal sagen, schon ein ganz schön starkes Stück. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich da mitkriege, wie die Leute sich dann auch rausreden, dass zum Beispiel die Leiterin
von der Betreuungsstelle des Landratsamtes das als Missverständnis tituliert und sagt, das wäre jetzt ein Missverständnis vom Gericht gewesen. Also mir ist es eigentlich scheißegal, ob das jetzt ein Missverständnis von der Betreuungsstelle oder vom Gericht ist. Fakt ist, dass diese Frau nicht betreut worden ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt man auf den Konten wirken konnte, dass sie keine Arztbesuche hatte, nichts dergleichen, und dass sie unter Lebensgefahr ins Krankenhaus gekommen ist und dass sogar es noch geschafft worden ist, ein Besuchsverbot zu erteilen, dass ja nicht die Angehörigen mit der Betroffenen reden, ja, also ich meine, wo sind wir denn hier gelandet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo ein Betreuungsgericht, ja, und eine Betreuungsstelle mit Angehörigen zu tun hat, wird es richtig gemeingefährlich, weil diese Leute null Kenntnisse haben, auch Betreuer werden nicht geprüft, ja, die müssten eigentlich alle 2 Jahre geprüft werden, da sind Leute am Werk, die von Tuten und Blasen, was auch das Psychologische betrifft, keine Ahnung haben, und die entscheiden über Leben und Tod von irgendwelchen armen Betroffenen, das kann es noch nicht sein. Jetzt sitzt diese Frau, ist Gott sei Dank aus dem Krankenhaus rausgekommen, ist natürlich jetzt ein brutaler Pflegefall, sitzt jetzt in einem Seniorenheim, da ist sie wenigstens betreut und alles, aber jetzt hat die Dame von der Betreuerin, hat jetzt einen Kurzzeitpflegevertrag gemacht, mit der Prämisse vielleicht, dass sie danach wieder zu dieser Angehörigen kommt, dass sie wieder unterversorgt wird, dass sie wieder nicht zu essen kriegt, weil die Betroffene ja selber geklagt hat darüber, dass die Angehörige mit der Pflege komplett überfordert war, weil sie ja noch einen kranken Mann hat und so weiter. Hat das die Betreuungsstelle irgendwie nicht gecheckt? Was hat die denn gemacht? Hat die zu viel Kaffee und Kuchen gegessen bei der und irgendwelche anderen Dinge im Kopf? Also ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit werden die Steuergelder verpulvert, mit solchen Angestellten. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, das ist eine Riesensauerei, und wir werden euch auch weiter berichten. Bis dann. Schöne Grüße, stille Wut in München.